Willkommen zu einer weiteren Folge hier Brief Edge und hui! Wir haben hier in der Notunterkunft übernachtet in der letzten Folge und sind jetzt auf dem Weg zum... Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Irgendeine Raumstation, die wir aufsprengen müssen. Wir haben beim letzten Mal eine Rinderhandgranate gebaut, die uns das wohl ermöglicht. Und das schauen wir mal. Und da wir ja nur eine Rinderdose gefunden haben, hoffe ich mal, dass sie reicht. Und ich hoffe, dass wir es auch richtig machen, weil ich weiß nicht genau, wo wir... Oder war das hier? Nee, warte mal, das war sogar hier. Moment. Hier ist das gewesen mit den Rinderessensdosen. Ja! Hier war das. Synthetischer Dünger. Hier haben wir auch Dünger und so herbekommen. Vielleicht finden wir hier nochmal so eine Dose. Was ist das hier? Knödelpackung. Traditionelle Knödel mit natürlichem Fleisch. Kochanleitung. Die Knödel in 1 Liter kochendes Salzwasser geben und 3 bis 6 Minuten garen, nachdem sie an die Oberfläche geschwommen sind. Die Knödel mit einem Schaumlöffel herauslöffeln oder einfach das Wasser aus dem Topf gießen. Richte dich und die Knödel mit jeder beliebigen Soße oder Kräuter an. Kein Verfallsdatum. Kalorien viel. Auch schön. Jeder Versuch, den Bullen-Sternengruppe selbst Fleischstücke zu sammeln, ist gefährlich und wird strafrechtlich verfolgt. Kategorie S, kochfertige Knödel mit Fleisch. Die Knödel werden nach dem klassischen Rezept hergestellt, das auf Legenden der Mythen des antiken Griechenlands sowie auf Enten- und Schweinegeschichteten basiert. Die besten Wilderer der Bullen-Stern-Gruppe haben echte Fleischstücke gesammelt, damit sie dieses Geschenk echte Lebensmittel genießen können. Ohne synthetische Substitute, Farbzusätze oder Konservierungsstoffe. Guten Appetit! Dieser Text kann Teil einer Werbekampagne sein und könnte sich nicht auf die speziellen Produkte beziehen. Ja, großartig. So, tiefgefroren. Toll. Fertiggerichte mit angeblich natürlichem Fleisch. Solche Produkte werden von allen Bevölkerungsgruppen verwendet, sind aber auf armen Planeten besonders beliebt. Ebenso wie die Lagerung von Zwiebeln in Strumpfhosen. Ja, das stimmt wohl. So, jetzt meine Frage. Finden wir hier so eine Fleischdose noch? Ja, ich sehe eine. Was für ein Glück wir einfach haben. Ich nehme noch Dünger mit. Vielleicht können wir irgendwo Dünger anbauen. Also hier so. Ganz nearby. Gefahr? Waffen in der Nähe? Achso. Ich würde gerne Harz hier abbauen. Baue ich das mit dem Schaber ab? Greifer. So, ich düse mal eben zum... Waren wir da schon drin? Ob wir hier noch irgendwo... Ah, komm, ein bisschen Dünger können wir mitnehmen. Was für Farben haben wir? So, dann eben zum Moped. Und dann schauen wir mal mit dem Sprengstoff. Zur Not können wir in der Reservezentrale da oder in der Reservestation, wo wir vorhin waren, nochmal an die Werkbank gehen. Da ist unser Moped. Und dort vielleicht nochmal eine Granate bauen, falls wir noch eine brauchen. So, aber jetzt erstmal Attacke. Ja, Gefahr. Oh, nicht gut. Ich park mal unser Auto hier vorsichtshalber, falls die Sprengladung so... Man weiß ja nie. Okay. Ich gucke jetzt erstmal, kann ich die ausrüsten auf die 4? Ich weiß nicht, ob ich die werfen muss oder wie das funktioniert. Hat das jetzt geklappt? Ich bin mir nicht sicher. Nein. Nicht wegwerfen. Das hat nicht funktioniert. You
must unlock the doors. Das war also nicht richtig, Sprengstoff. Also die Dose. Wow. Ja, toll. Dann heißt das, wir müssen uns nochmal umgucken nach anderen Sprengstoff, oder was? Na, warte mal. Ich düse mal eben zu der Notunterkunft da unten. Waren wir da schon? Gut, dass ich davon nur eine gebaut habe. So. Tja, das ist jetzt, ja. Doch anders gelaufen, als ich gedacht hatte. Aber nun gut. Es gibt immer ein erstes Mal. Beim ersten Mal tat's noch weh. Beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. So. Und heute weiß ich daran. Gebannt ist nicht mehr. So. EMP-Granate. Grindergranate? Also gibt es wahrscheinlich dann Sprengstoff. Bodenanalysegerät. Das ist, glaube ich, das Analysegerät. Oh, das können wir bauen zum Analysieren dieser Substanz da. Ja, Sprengstoff haben wir noch nicht, oder? Doch, hier Sprengstoff. Zwei Dosen. Nein! Nein! Zwei Dosen Rindfleisch, Elektronik, Kabel. Ich brauche Dose Rindfleisch. Wir müssen das irgendwie noch organisieren. Verdammt. Sprengstoff ist nicht Granate. Gut, das heißt also, wir benötigen Sprengstoff. Wir haben so viel zu tun, ne? Vielleicht werden wir hier noch fündig, was eine Dose angeht. Ist ja wahrscheinlich die Bordküche hier, könnt ihr mir vorstellen. Da, was für ein Glück wir einfach haben. Hallo, Döschen. Ist hier noch mehr davon? Nee, will ich nicht. Ich will das nicht essen. Vielleicht finden wir noch eine Dose. Da sind noch mehr Dosen. Da. Dose. Biologists have long tried to simplify its design and add a tap. Dose. In the end, they just copy the way it works from a live cow. Noch mehr Dosen? Rindfleischdosen? Ich sehe keine Dosen. Zumindest aktuell nicht. Fliegen wir mal weiter ein Stückchen in die andere Station rein. Ja, damit können wir auf jeden Fall Sprengstoff bauen. Müssen wir nur zur Hauptstation zurück einmal. Da sehe ich noch eine Dose, oder? Jupp. Da ist noch eine Dose. Synthetic cows don't quite need any eyes. Well, they themselves aren't needed much. However, their creation led to a breakthrough in the field of prosthetics, which recouped the expenses for this stupid idea. Das war ein Quatsch, der einfach erzählt. So, Dünger nehme ich auch nochmal mit. The turret has noticed you. Oh, guck mal hier. Oh, wie großzügig. Okay, alles klar. Oh, bleib hier, Rindfleisch. Rindfleisch. Dünger. Dünger. Ja, Rindfleisch. Alter. Ja, guckt euch das mal an. Alter, es hat sich richtig gelohnt. Oh, warte mal. Ich nehme noch mal ein bisschen Harz hier mit. So. Hier noch mal ein paar Dosen Rindfleisch vielleicht. Da sehe ich doch noch was. Which processes almost any organic matter into energy, muscle mass and milk. The cost of developing such a complex synthetic system has always caused heated debate in society due to a bunch of radicals being displeased with it. This device synthesizes bioglue from the tanks which remained intact. Ich mag Rindfleisch. So. Jetzt haben wir aber genug. Jetzt müssen wir nämlich zurückdüsen wegen Dings. Sauerstoff. Ich düse. Oh, das wird knapp, glaube ich, diesmal. Wisst ihr was? Scheißegal, wir haben noch eine Sauerstoffkerze. Ich düse direkt zur Hauptstation.
Die einverleibe ich mir mal direkt. Und dann... Jetzt wird er sich wahrscheinlich wieder melden wegen der Kerze. Wegen der Kerze. Ja, genau. Genau, Flixi, wegen der Kerze. Wegen der Kälte. Wir werden das jetzt so machen. Wir bauen uns jetzt den Sprengstoff. Und dann lassen wir es richtig krachen. Aber sowas von... Bin so, so gespannt, was uns da drin erwartet in der Station. Dann haben wir auf jeden Fall die Quest schon mal soweit erstmal abgehakt, würde ich sagen. Wir sollten uns auch auf jeden Fall vorsichtshalber auch eine Sauerstoffkerze nochmal mitnehmen, weil wir haben jetzt keine mehr. Da oben sind unsere alten Sauerstofftanks, ne? Die müssen wir auch mal so peu à peu abbauen. Weil da oben eigentlich wir ja gar nicht mehr groß hingehen. Weil eigentlich sind das ungenutzte Ressourcen, die da oben rumstehen. Wir müssen mal gucken, dass wir das echt mal machen. In irgendeiner Folge, dass wir einfach mal da oben langdüsen. Und dann die ganzen Sauerstoffcontainer und dann halt das, was noch oben in der alten Station ist, mitnehmen. Dass wir dann erstmal so richtig um... Weil eigentlich sind wir ja schon umgezogen. Weil wir ja hier drin wohnen und leben aktuell. So, Treibstoff würde ich vielleicht auch nochmal bauen. Vorsichtshalber. Haben wir hier eigentlich? Das haben wir schon abgebaut, ne? Ja, das haben wir schon. Okay. Gut, so. Hui. Brauchen wir nicht, 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 brauchen wir nicht. Zumindest noch nicht. So. Huch. Kann ich mal eben den Tisch benutzen? Danke. Treibstoff hier. Zweimal Metall, zweimal Harz. Haben wir noch genug Metall? Auch noch irgendwo Metall rumfliegen? Tup, 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 tup. Hier haben wir auch nochmal Harz. Aber kein Metall, ne? Mist, wir müssen mal Metall sammeln. Egal, bisschen Treibstoff haben wir gebaut. Egal, ist nicht schlimm. Einmal reicht. Erstmal. So, was brauchen wir jetzt für den Sprengstoff? Kabel und Elektronik. Zweimal Batterie, zweimal Kabel, zweimal Elektronik. Einmal Kabel. Zweimal Kabel. Zweimal Elektronik und zweimal Batterie, ne? Zweimal Elektronik und zweimal Batterie. Einmal Elektronik. Zweimal Elektronik und zweimal Batterie. Batterie baue ich mal eben. Oder haben wir die hier liegen? Kondom? Ich will kein Kondom. Irgendwo in dem ganzen Wirrwarr haben wir bestimmt Batterien liegen. Wo war die? Ah, Metall. Okay, pass auf. Dann gehen wir ja eben Metall farmen. Metall ist ja direkt um die Ecke eigentlich. Ah, eigentlich, sagte er. Das ist kein Metall, das ist Titan. Da ist Metall. Ich komme! Ah, diesen unendlich Schaber, den hätte ich schon gerne. Muss ich tatsächlich sagen. Also diesen unendlich Schaber, das wäre schon ein Traum, ne? Also... Weil alleine, wenn du überlegst, der hat 9, ich glaube 9.999 oder 999. Das ist schon nicht ohne. Ey, komm her! Ist vorbei, düsen immer. So. Nimm mal ruhig ein bisschen mehr mit. Was warm haben wir? War hier nicht noch eine große Kugel? Habe ich nicht gerade hier noch eine gesehen? Da ist noch Metall. Hallo. Ich meine, wir können uns das ganze Schiff vollmüllen mit Ressourcen. Ne? So ist das jetzt nicht, aber bringt uns ja im Prinzip erstmal gar nichts. In dem Sinne. So.
Du, 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 du. Gut. Ja, lass mal gucken. Also, erstmal Batterie. 2 Stück. Yeah, yeah, yeah. So, schmeiß ich alles weg. Obwohl ich noch gerne... Obwohl, wir haben noch einen ganzen Schaber, ne? So ist das nicht. Was brauchen wir denn jetzt für die Dings? Lass mal gucken. Haben wir jetzt dafür alles? Yeah, Sprengstoff, geil. Okay. Oh, wir müssen essen und trinken, fällt mir gerade auf. Warte mal. So. Nehme ich mal eine mit. Können wir mal trinken. So. Dann fülle ich mal eben... Alter. Wie gut, ich komm halt einfach gar nicht mal an die Dings dran. Warte mal, ich mach das mal so. Ich hoffe, das geht. Nein, jetzt habe ich den Dings weggeworfen, den Kanister. Wollte ich gar nicht. Ja, so ist besser. So. Da räumen wir mal ein bisschen auf hier. Schmeiß das alles in die Ecke rein hier. Ja, so sah das früher bei mir auch aus, wenn ich nicht aufgeräumt habe. Okay. Und meine Mama dann immer zu mir gesagt hat, räum dein Zimmer auf und ich so alles von einer Ecke in die andere geräumt habe. So. Gut, was wollt ihr gesagt haben? Haben wir noch ein Medipack liegen? Nee, ne, oder? Haben wir nicht noch irgendwo? Da ist doch noch eins. Komm, wir nehmen das mal. Jetzt habe ich es aus Versehen weggeworfen, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Egal. So. Wir haben den Sprengstoff. Und ich würde sagen, mit dem Sprengstoff düsen wir jetzt nach da oben. Und dort heißt es für uns... Let's explode. Oh, kennt das noch einer von früher? Explode. So ein Techno-Lied oder so ein Hauslied? Nee, Elektro war das, glaube ich. Boah, das war so geil. Ach ja, die gute alte Disco-Zeit, mein Gott. Bin ich auch schon aus dem Alter eigentlich raus, kann man sagen. Obwohl ich heutzutage noch in den Disco gehen würde. Aber aktuelle Situation lässt es ja nicht zu, muss man ja sagen. Ja. Festival war ich auch noch nie gewesen. Da würde ich, auf Festival hätte ich mal Bock, sowas zu machen. Wenn es dann irgendwann mal wieder geht. Ja, dieses ganze... Ich will es eigentlich gar nicht hier groß ansprechen, das Corona-Thema. Man kann es schon nicht mehr hören. Corona hier, Corona da. Und dann immer diese Leute, die anderen Leute die Arbeit so streitig machen und besser reden wollen. Weißt du, dieses so, immer wenn ich TikTok aufmache, ich bewege mich ja auch auf TikTok und so, und immer wenn ich TikTok aufmache und da so durchscrolle bei den Videos, neben den lustigen Videos gibt es tatsächlich auch Videos, wo ich einfach nur den Kopf schütteln kann, wo irgendwelche Polizisten gefilmt werden und gerufen wird, Polizeigewalt, Polizeigewalt, Polizeigewalt! Vielleicht machen die einfach nur ihre Arbeit und sind einfach froh, wenn sie, oder beziehungsweise tun einfach nur ihren Job. Und du, der das filmt, denkt sich so, ja, ich filme das jetzt und schrei einfach irgendeinen Scheiß rein. Und so als Außenstehender, der das Video sieht, kann sich sowieso kein Urteil drüber bilden, denn man weiß nicht, was vorher war.
Das Video fängt ja meistens immer dann an, wenn die Polizei eingreift. Und, naja. Wie gesagt, das ist für mich immer so... Ja. Oh, ich habe den Treibstoff rausgelegt. Ich bin so schlau. Naja, egal. Aber das sind immer so zweischneidige, ja, Sachen. Das ist immer schwierig, so, ja. Weiß nicht. Schwierig. Also, ich respektiere die Polizei. Ihr solltet es auch tun, denn die machen auch nur ihren Job. So, 5, 4, 3, 2, 1. Lol, wie lustig. Oh, Sauerstoff. Ne, ne. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, jetzt aber los, Bruder, ich muss los. Oh, shit. Oh, shit. Und ich hab's noch gesagt gehabt. Ich hab's noch gesagt. Ich hab noch gesagt, wir brauchen noch eine Sauerstoffkerze. Fuck. Oh nein, 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 bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Komm, mach die Tür auf. Mach die scheiß Tür auf. Nein, ich sterbe, weil ich... Nein, ich sterbe, weil das Kackauto davor stehen geblieben ist. Nein! Oh nein! Oh, wie gemein! Fuck, Mann! Scheiße! Oh nein! Das ist jetzt echt mega ärgerlich. Oh, fuck. You lie again. You are here. That means death was impossible. Tell truth. Confirm. Autospeicherung laden, laden. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo er gespeichert hat. Ich klicke sie mal. Oh nein. Jetzt sag mir bitte nein. Ich hätte speichern sollen vorher. Nein, jetzt sag mir bitte nicht nein. Jetzt sag mir nicht, wir müssen die ganze Rindfleischdose nochmal sammeln. Dann kriege ich einen Anfall. Nein. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Fuck. Wir könnten da echt eine Sauerstoffstation gut gebrauchen, da oben, wo wir immer hinfliegen. Oh, Gott sei Dank, er hat hier gespeichert. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Meine Güte. Okay, pass auf. Wir bauen jetzt erstmal den Sprengstoff. Verdammt. Das ist jetzt echt ärgerlich. Kabel, Batterie, Elektronik. Ja, Kabel. Kabel. Batterie liegt hier, glaube ich, auch irgendwo, ne? Da unten liegt, glaube ich, oder? Leine, irgendwo eine Batterie? Ich weiß, dass ich gerade eine Batterie entfernt habe, aber ich weiß nicht, wo sie liegt. Verdammt. Wo liegt die Batterie? Da war sie gewesen. Ich hab sie. Kabel. Was war das noch? Was brauchen wir noch? Elektronik. Die haben wir hier, glaube ich, hergeholt, ne? Einmal Elektronik, genau. Verdammt. Das ist jetzt ärgerlich. Naja, egal. Genau, den Treibstoff müssen wir jetzt gleich mal bauen. Und diesmal nehme ich ihn auch mit zum Betanken. Und ich hätte gerne eine große Sauerstoffkerze. Titan und Batterie. Machen wir. So, warte. Titan und Batterie brauchen wir. So,
So, Titan haben wir hier liegen. Und Batterie müssen wir bauen, ne? Aus Metall und... Hat er das Metall denn gespeichert gehabt? Da ist Metall. Ich glaube, das Metall hat er, glaube ich, gar nicht gespeichert gehabt, ne? Glaube nicht. Ich glaube, wir müssen nochmal Metall sammeln gehen. Okay, pass auf. Gehen wir nochmal eben ein bisschen Metall sammeln. Ist nicht schlimm. Alles gut. Alles gut. Wir gehen nochmal ein bisschen Metall sammeln. So, warte mal. Wo war Metall? Aber eigentlich hatten wir doch Metall gesammelt. Das Metall... Nein, das ist kein Metall. Das ist Titan. Da sind aber die großen Metallkugeln. Das hat er, glaube ich, nicht gespeichert. Okay. Weiß nicht, ob der immer speichert, wenn wir in die Station reingehen. Auch nochmal Metall. Da ist Metall. Mist, Alter, mit der Sauerstoffkerze, da ist jetzt ärgerlich gewesen. Das ist natürlich richtig blöd. Das war meine eigene Blödheit. Muss man einfach auch angestehen und einsehen und gestehen, dass man da auch ein bisschen blöd gehandelt hat. Das hätte besser sein können. Hätte ich mich da besser vorbereitet, man muss... Ah, das, also ich glaube, ich dürfte alleine auch nicht im All sein. Ich würde mich, glaube ich, verhaspeln und ja... Aber ich glaube, im Weltall, wenn man da alleine ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass man... Also wenn man sich jetzt so vorstellt, man wäre jetzt wirklich hier so alleine. Weil ich bin auch immer so ein Typ, der sich auch immer viel, glaub, selbst unter Druck setzt, so selbst Stress macht. Und ich glaube, wenn man dann hier so alleine ist im Weltall, glaube ich, hat man ja diesen Stress gar nicht. Verstehst du? So diesen... Diesen Weltraumstress. Diesen Weltraumstress. Diesen, ja, diesen Alltagsstress. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Wie gesagt, bei mir ist immer so, ich setze mich immer viel zu sehr selbst so ein bisschen unter Druck mit allem. Mit vielen Sachen. Und das ist immer sehr, 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 sehr ärgerlich. So, wir wollten noch was gebaut haben. Achso, Sauerstoffkerze, 2 Stück am besten, ne? Harz brauchen wir noch. Harz, aber herzlich. Gut. Am besten 2 Stück, dann haben wir erstmal eine Reserve. So. Gut. Den Rest drücken wir hier weg. Tja, leider haben wir... sonst keinen Platz, deswegen würde ich das ein bisschen anders sortieren wollen würden, aber leider geht das ja nicht. Gut, wir haben Sprengstoff, wir haben Treibstoff. Achso, warte mal. Da fällt mir gerade noch was ein. Was wir bevor wir gestorben sind, gemacht haben. Das Medipack. Heilen wir uns erstmal, vorsichtshalber. Gut, hätten wir das Medipack vorhin nicht genommen, wären wir schon eher gestorben. Hätten wir es gar nicht, glaube ich, geschafft bis zur Station. Aber okay. Gut. Dann düse ich mal. So. Und ich düse, 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 düse im Sauseschritt. Und bring die Liebe mit. Nee, aber, so ist das aber, ne? Man hat, glaube ich, dann im Weltall also eh kein... Gut, klar, du wärst natürlich in der Mission, aber unabhängig jetzt von diesen Missionsgedanke jetzt, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, für so eine Raumschifforganisation arbeitest, keine Ahnung, NASA oder wie auch immer, also dass du jetzt irgendwelche Informationen sammeln musst von Planeten etc., das jetzt mal außen vor, sondern wirklich, du bist einfach völlig lost in space, so wie das hier wäre, hätte man ja eigentlich keinen Stress, oder? Aber der Mensch wäre, glaube ich, so... Oder der Mensch ist halt einfach, glaube ich, auch so konzipiert, dass er sich, glaube ich, selbst auch so ein bisschen manchmal stresst und unter Druck setzt. Ich versuche das immer einigermaßen unter Kontrolle zu haben oder zu halten. Und auch so teilweise so dieses, ungeduldig.
Diese Ungeduld bei mir ist manchmal auch unglaublich. Also, Geduld ist eine Tugend. Und ich muss das auch so lernen, wieder geduldig zu werden. Denn nichts geht von jetzt auf gleich und sofort. Das ist... Ich weiß nicht. Und ich hatte letztens auch noch ein schönes Gespräch gehabt mit jemandem. Und, da ging das auch, das Thema mit Spiele. Denn ich finde Spiele... Es ist nicht mehr so wie früher, das Spielen. Oder empfindet ihr das anders? Also ich habe so das Gefühl, dass das Spielen heutzutage anders ist wie früher. So die gute alte Gaming-Zeit. So. Ich habe so das Gefühl, das ist nicht mehr wie früher. Das ist alles irgendwie... Ja, anders geworden so. Weißt du? Es ist so nicht mehr so... Diese gute Zeit ist nicht mehr so... So, weiß nicht. Das fühlt sich alles nicht mehr so wie früher an. Weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der so denkt, aber... Ja. So, jetzt sprengen wir das nochmal. 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt können wir wahrscheinlich öffnen, ne? You must unlock the doors. Hab ich doch. You must unlock the doors. Hä? Och nein, jetzt sag mir nicht, wir brauchen 3... Oh nein. Oh nein. Okay, wir brauchen noch mindestens 1... Zweimal, ne? Dreimal Sprengstoff brauchen wir noch. Ach du Heiliger. Okay, alles klar. Gut. Wir brauchen also noch 3-mal Sprengstoff. Ich habe gedacht, mit einmal reicht's, aber anscheinend ist es nicht so. Und ich benutze mal Sauerstoff. Hätte ich jetzt schon beinahe wieder vergessen. 3-mal Sprengstoff. Was brauchen wir dafür jetzt? Metall. Ah ja, wir haben ja die Rindergulaschdosen. Der gute Rindergulasch. Damit geht's ja. Oder? Nee, Rindergulasch brauchen wir für die Granaten, ne? Was brauchen wir denn jetzt nochmal für den Sprengstoff? Ich habe das gar nicht mehr im Kopf. Naja. Nee, aber wie gesagt, dieses alte Gaming-Gefühl, ich kann das gar nicht beschreiben. So wie es halt früher war. So auch dieses Durchspielen auch von Spielen ist heutzutage nicht mehr so verbreitet. Ich versuch's ja tatsächlich so auch. Auch in also wenn es natürlich durchzuspielen ist, das Spiel. Ich hab's mir wieder angeeignet, muss ich sagen. Ich war auch eine Zeit lang, wo ich Spiele nicht mehr durchgespielt habe. Hab's dann aber viele Sachen nachgeholt. Und, aber dieses Gefühl, ein Spiel durchzuspielen, ist so großartig einfach. Aber viele machen das heutzutage gar nicht mehr. Aber, was eigentlich schade ist, aber trotzdem gibt es immer noch so ein Gefühl von früher, was ich eigentlich nicht beschreiben kann, was heutzutage gar nicht mehr so existiert, wenn du ein Spiel spielst. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist so, früher war es auch so gewesen, wenn du ein Spiel gespielt hast, dann hast du es auch 100-mal nachträglich nochmal gespielt. So. Weißt du? Weil auch erstens nicht so viel nachkam, wie heute. Heute kommt ja fast jeden Tag, keine Ahnung, 20 Milliarden Spiele raus. Und wenn es nur kleine Indie-Games sind, aber... Ne? Oder Blockbuster-Titel, jede Woche kommen neue Games. Und früher hast du dann aber auch jedes Mal das Spiel vielleicht nochmal gespielt, noch 2-3 Mal hintereinander, nochmal. Weil es einfach Spaß gemacht hat oder halt vielleicht Sachen nochmal rausfinden. Aber heutzutage ist das so dieses, ja, ich spiele das durch und dann, boah, schnell, Hauptsache weg, so Pile of Shame. Hauptsache, ich habe den Pile of Shame abgearbeitet, so, weißt du? Und das finde ich halt schade. Dieses alte Gaming-Gefühl tatsächlich. Naja, aber vielleicht bin ich auch einfach zu altmodisch für die neue Welt. Naja, egal. Trotzdem möchte ich mich, glaube ich, für die Folge erstmal verabschieden. Wir sind schon bei über 34 Minuten. Und naja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dort bauen wir Sprengstoff und lassen die Türen explodieren. Also, macht's gut. Tschüss.